Ein herzliches Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Saro Vlogt. Wie letzte Woche bereits versprochen, habe ich noch einen ganzen Stapel Zeug da unten liegen. Den will ich euch nicht vorenthalten und wir legen auch direkt los heute. Letztes Mal habe ich genug gelabert oder eigentlich eben. Ihr habt das letzte Woche schon gesehen. Egal. So. Ich habe vor einiger Zeit ein Angebot über Spielekauf.de, über Amazon oder auf Amazon gefunden. Ja. Das sollte eigentlich Tohu, Gensu, Rondo, Bullet Ballet, irgendwas, keine Ahnung, sein für sage und schreibe 6 Euro. Ja, ist ein netter Preis für ein PS4-Spiel. Kann man mal machen. Was nimmst du denn als Füllertitel? Weil mir widerstrebt das immer so ein bisschen, einen Artikel für 6 Euro zu bezahlen, dann über Prime schon keine Versandkosten zu bezahlen und ja, so im Hinblick auf die Umwelt, ne, hat man da immer so einen faden Beigeschmack bei so günstigen Angeboten. Also ich versuche dann immer irgendwie noch was dazu zu finden, dass es so zumindest sich ein bisschen lohnt. So. Und hatte dann einen Titel gefunden und zwar so, Gladun Returns, This is Sengoku. Über dieses Spiel kann ich euch tatsächlich so überhaupt nichts sagen. Ich habe es schon ein paar Mal in der Hand gehabt, ein paar Mal gesehen. Wunderschöne 8-Bit-Grafik. Ich lese euch einfach mal ganz kurz vor. Spiel mit deinen Freunden und sei kreativ in diesem 16-Bit-RPG. Unten steht 8-Bit-Grafik, oben steht 16-Bit-RPG. Okay, egal. Es ist ein RPG, es ist ein Pixel-Grafik und ja, sollte dann, glaube ich, 9 Euro kosten oder so um den Dreh. Wir haben summa summarum bei 15 gewesen und ich hatte dann extra noch angekreuzt, so bitte Versand kombinieren. Ne? Also beides in eine Box und kombiniere das. 3 Tage später ist das alleine in meinem Postfach. Oder wie gesagt, im Briefkasten. Und ich schon wieder so, da stimmt was nicht. Schon gedacht, die hätten das andere vergessen oder es wäre verloren gegangen oder hast du nicht gesehen, weiß ich nicht. Und dann gucke ich in meinen Amazon-Account, da sehe ich, nee, irgendwie Lieferung, keine Ahnung wann. Oh, doof. Ja, das ganze Spielchen ging nur noch so 2-3 Wochen und der Status hat sich permanent nicht geändert und da dachte ich mir dann, ja, gelitten. Cancelst du das Ganze, habe ich dann auch getan und dementsprechend habe ich das Spiel, was ich eigentlich nur als Filler-Titel genommen habe, jetzt als Hauptgrund meiner Bestellung gehabt. Aber für 9 Euro will man da großartig sagen. Ja, dann hatte ich die Tage, oder eben gesagt, das ist schon ein paar Wochen her mittlerweile, 1-2 Wochen vor der Börse, einen sehr interessanten Deal über Spuck mal wieder gefunden. Und zwar hat da ein guter Mann Xbox One Spiele verkauft und meinte dann so, ja, Preise zwischen 5 und 10 Euro. Und hatte da so einen ganzen Stapel Zeug. Viele, viele 18er-Titel. Man weiß, als Privatperson wird man die relativ schlecht los, wenn man nicht gerade über Ebay und dann mit Altersnachweisen und so weiter. Das geht alles ziemlich ins Geld. Und über Kleinanzeigen wird man den Krempel schon mal gar nicht los. So, egal. Ich habe da so ein paar Artikel gefunden, die mir gefallen haben. Hab mir gedacht, ah komm, könntest du noch bundeln mit dem, dem und dem. Die sind vielleicht gute Tauschware. Gesagt, getan, angeschrieben, da habe ich gemeint, du. Wenn du mir das Stück für einen Fünfer machst, nehme ich das. Und habe dann so 6 Spiele ausgesucht. Und dann meinte er, ja, klar, machen wir. Und die, die dann in meiner Sammlung bleiben, die habe ich hier in der Hand. Und für die habe ich jetzt jeweils einen Fünfer bezahlt. Weil ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe, die Exklusivtitel für die Xbox One zu sammeln. Rise, Son of Rome, soll ja grafisch eine absolute Bombast-Geschichte sein. Und ja, ich dachte mir, für einen Fünfer kann man da nicht wirklich viel mit falsch machen. Soll relativ kurz sein, von der Storyline her, also soll recht schnell durchgezockt sein. Juckt mich aber ehrlich gesagt nicht, genauso wie damals bei The Order 1886, glaube ich, heißt es. Ich habe da gute 2-3 Tage oder 2-3 Abende dran gesessen, da war das Ding durch und ich war aber ehrlich gesagt auch happy drum, dass es durch war, weil so Spiele braucht es auch manchmal. So Sachen, die man einfach nur mal einlegt, ein paar Abende zockt und dann tatsächlich auch mal zu einem Ende kommt. Ich brauche nicht immer Open World bis zum Erbrechen und Gameplay, was mehrere hundert Stunden füllt, weil ich werde nicht fertig mit dem Kram. Ja, also dementsprechend kommt mir das Ding hier ziemlich gelegen. Finde ich gut. Jo.
Dann eins, was in die Kategorie fällt, bleibt so lange in meiner Sammlung, bis ich das Pendant dazu für die PS4 gefunden habe. Und zwar ein Diablo-Klon. Ja, die Special Edition zu Vikings Wolves of Midgard. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es ein ziemlich klassischer Diablo-Klon im Wikinger-Szenario. Und natürlich auch mit den kompletten Mythenwesen der Wikinger. Also da reden wir über Wölfe, über Eisriesen etc. pp., die man dann da so schnetzeln kann. Und das Ganze ist sogar, glaube ich, im Couch-Koop möglich. Moment, Koop-Modus, Xbox Live. Nee, leider nicht. Also zwei Stück kann man über Xbox Live spielen und über die Xbox One leider nur mit einem. Schade, schade, aber immerhin ist Online-Koop möglich. Ja, und dann kommen wir zum letzten aus dem Bunde, was auch in die Kategorie fällt. Solange für die Xbox in der Hand oder in der Sammlung, bis ich es für die PS4 finde. Die Rede ist von Bioshock Recollection. Ja, habe ich um dieses Spiel scharwenzel ich schon so lange rum. Da ist Bioshock 1, 2 und Infinite drauf. Mehr Teile gibt es ja, glaube ich. Ne, mehr Teile gibt es bis jetzt halt eben auch noch nicht. Schade drum. Würde mich tatsächlich auch interessieren, ob da nicht mal irgendwie jetzt mal Nachfolge geplant ist. Es wird mal Zeit, meiner Meinung nach. Also das ist eine Serie, die definitiv mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Ja, hier in der Blu-ray-Hülle, weil der gute Mann, dem ich das abgekauft habe, gesagt hat, die Hülle, in der das war ursprünglich, die war irgendwie doof. Also irgendwie lag die eine Disc, glaube ich, so in so einer extra Hülle dann da drin. Und er hat dann eine Blu-ray-Hülle genommen, die dann hier Platz bietet für beide Discs, die da tatsächlich drin sind. So, und das ist hier Bioshock Infinite Disc und das hier ist Bioshock 1 und 2 Disc. Also alles drin. Jo. Also die vier Games für jetzt umgerechnet 20 Euro und Beifang waren Witcher 3, Dead Rising 4, wo ich tatsächlich irgendwie dachte, das hätte ich noch nicht, aber ich habe dieses Franks Komplettpaket für die PS4. Aber das ging auch an den guten Peter auf der Börse, also. So, wir legen einfach hier oben drauf. So, Xbox und PlayStation müssen sich heute mal verstehen. Ja, und dann habe ich den Gönn dir Dienstag genutzt und habe mir dann vor einiger Zeit, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ihr seht, ich habe ja ein, zwei Wochen ausgesetzt mit meinen Videos, war börsenvorbereitungsbedingt so ein klein wenig und weil ich unheimlich viel um die Ohren hatte. Also es sei mir entschuldigt. Aber ich habe noch die, wie gesagt, Gönn dir Dienstag Aktion bei Mediamarkt genutzt damals. Und da sind ein paar geile Games bei rumgekommen. eigentlich Wahnsinn. Ich habe jetzt im Endeffekt für den kompletten Stapel hier, ich meine, irgendwas zwischen 40 und 45 Euro bezahlt für 6 PS4 Games. Das ist nichts. Das war so lustig. Ich bin zu unserem Mediamarkt, bin da reingegangen, habe gesagt, hier, ich habe eine Bestellung abzuholen, bin halt direkt durchgewuselt zu meinem Mensch, den ich da in der Videospielabteilung habe. Und der sagte, nee, da bist du bei mir falsch. Da musst du vorne an die Info. Ich habe noch nie was bei mir im Markt abgeholt. Mache ich dann immer nur, wenn sie es irgendwie gerade anbietet, wenn ich eh hin will. Und da sagt er, aber was hast du denn bestellt? Und dann guckt er so auf die Listen und sagt so, was? Zu den Preisen hat mir das im Angebot. Also die Mitarbeiter wissen teilweise selber nicht, was sie da im Angebot haben online. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Aber egal. Ich fand es lustig, so als kleine Anekdote nebenbei. Ja, ich gehe es einfach durch. Wir haben hier ein Rabiridi. So ein lustiges Bunny-Mädchen mit einem Hammer in der Hand. Das Ganze ist auch ein doch Pixel-Optik. Doch, wollte gerade sagen, so angelehnter Pixel-Optik, aber nein, es ist definitiv Pixel-Optik. Und es ist ein Side-Scrolling Jump'n'Run. Ich weiß nicht, das hier, dieses P-Cube, ich weiß nie, wie man es ausspricht. Ich glaube P-Cube oder P-Cube oder keine Ahnung. Die machen schon manchmal ziemlich abgefahrene Spiele und wenn ich die Dinge dann für einen schmalen Taler in die Hand kriege, sage ich da definitiv nicht nein. Ich meine, das lag bei 6 Euro oder sowas um den Dreh, also kann man mal mitnehmen. Ja. Dann hätten wir hier noch Nitro Blasters Heroines Infinite Duel. Ja, im Endeffekt ganz viele Anime-Mädels, meist mit dicken Möpsen, die sich auf die Fresse hauen.
Das bedarf keine Erklärung, oder? Jo. Dann... Ah, hey, ich hab den Mediamarkt-Zettel. Ich kann euch gleich sagen, was der ganze Krempel gekostet hat. Dann ein Game, was vor einiger Zeit mal ein PS Plus war. Psychopass Mandatory Happiness ist eine Visual Novel mit so ein bisschen abgefahrenerem futuristischen Setting. Also ist ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Das habe ich mir hauptsächlich eigentlich mitgenommen, weil ich es auf der Vita platiniert habe und mir dachte, ach komm, vielleicht kannst du es auf der PS4 dann nochmal platinieren. Eigentlich war es aber doof, weil ich habe es ja im PS Plus Crossbuy-mäßig, PS Vita, PS4 und ich glaube, man kann es sogar nur einmal platinieren, weil es keine gesonderte Liste hat. Und eigentlich war es totaler Quatsch, dass ich mir das gekauft habe, aber es war günstig, also kommt es in die Sache. Ja, weiter im Text. Ich redete vorhin bei Kaldun Returns von Tohu Genzo Rondo Bullet Ballet. Da war's. Nachdem ich meine Bestellung storniert habe, kam es beim Gönn dir Dienstag für sage und schreibe, ich glaube 6 Euro, aber ihr werdet es gleich vorgelesen bekommen. Und da dachte ich mir, oh, dann bestellt es halt da. Nee, Entschuldigung, gar nicht. Es hat sich sogar überschnitten. Ich dachte mir, hat sie jetzt? Nee, bestellst du mal vorsichtshalber mit. Zur Not hast du es doppelt und für die 6 Euro wirst du es auch wieder los. Und danach habe ich es gecancelt. Ja. Achso, man sollte vielleicht noch... Ja. Das Ganze hier ist, glaube ich, tatsächlich so ein Bullet Hell Brawler. Also so, wieder so eine bunte Mischung aus Genre von Nippon Ichi Software America. Dann... hätten wir hier noch ein Tohu-Game, Genzo Wanderer. Zu dem Game kann ich euch tatsächlich gar nichts sagen. Ich glaube, es ist ein Dungeon-Crawler. Solange ich es noch nicht angezockt habe, werdet ihr dazu von mir keine Infos bekommen. Es ist auch wieder von Nippon Ichi Software America. Von denen die Games kann man eigentlich fast immer kaufen, vor allem wenn sie so günstig sind. Die Leute haben auch so Sachen wie die Atelier-Reihe gepublished und mit den Dingern kann man nie was falsch machen. Ganz im Gegenteil. Tendenziell sind das wahrscheinlich sogar eher Games, die nicht viel verkauft werden und dann irgendwann mal ein bisschen höherpreisig sind. Vielleicht auch Low Print Run oder zumindest nicht im Vergleich zu anderen Spielen. Gut. Und das letzte im Bunde, was ich tatsächlich sogar noch gesondert abholen musste, weil es bei der ersten Welle nicht mitkam, war ein Raiden 5, der Director's Cut. Ja. Raiden oder Raiden. Ich bin mir gerade unsicher, wie es tatsächlich ausgesprochen wird, also man möge es mir verzeihen. Ist ein Bullet Hell Shooter, aber kein horizontaler, sondern ein vertikaler. Also der, wo das Bild, egal wie groß der Fernseher ist, das Bild wird schmal. Wenn man den Fernseher dann rumdreht, wenn er das leisten kann, dann ist das groß. Ne? Aber sehr, sehr cool. Ich glaube, die Serie hat sogar... Auf welchem System hat die Serie so ihre Anfänge gefeiert? Ich glaube, es war auf dem Mega-CD. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, jetzt gucken wir dann mal hier drauf. Was haben wir denn dafür bezahlt? Wir haben für Nitro Blasters haben wir 8 Euro bezahlt. Für Tohu Genzo Wanderer haben wir 6 Euro bezahlt. Für Rabiribi waren es sogar 10 Euro. Das habe ich ein bisschen vertan. Für Tohu Genzo Rondo Bullet ist... Bullet Ballet, so rum, waren 6 Euro und für Psychopass waren es auch 6 Euro. So, und für Raiden habe ich keine Rechnung mehr, aber ich meine, es waren auch irgendwas zwischen 8 und 10 Euro. So, ja, letzten Endes waren wir dann da bei 45 Euro, Pi mal Daumen, und das war ich gerne bereit zu zahlen. So, mit dem wunderbaren Current-Gen-Stapel hier von Sachen, die allesamt in meine Sammlung wandern, die ich jetzt auch allesamt endlich zocken kann, weil endlich vorgestellt. Ich lasse meine Sachen ja immer hier liegen, bis ich sie vorgestellt habe und dann packe ich sie erst aus. Nein, dann drehe ich erst noch ein Video, wie ich sie auspacke und dann spiele ich sie. Gerade ganz vergessen, aber zumindest die Xbox One Titel werden jetzt demnächst die Konsole sehen. In letzter Zeit spiele ich auch tatsächlich relativ viel Xbox One, weil da so Game Pass technisch, ne? Und also Game Pass kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Kleine Empfehlung nebenbei. Leute, beim Game Pass kommen demnächst richtig, richtig geile Dinge rein. Also das lohnt sich dann auch mal so über die Weihnachtszeit mal so für einen Monat da Dinge zu kaufen.
Da kommt bei Release unter anderem Mutant Year Zero. Am 17. Dezember, meine ich, wäre es gewesen, kommt Hellblade: Senua's Sacrifice umsonst in den Game Pass rein. Und noch diverse andere. Also ich habe die Liste gesehen, was da jetzt demnächst alles so kommt, und ich war maßlos begeistert. Also was da an Games reinkommt, ich glaube, der Game Pass kostet im Schnitt irgendwas zwischen 5 und 8 Euro im Monat, wenn man so die Jahresmitgliedschaft nimmt. Das macht 2-3 Spiele aus der Bibliothek locker wieder wett. Also allein Hellblade, da freue ich mich so dermaßen drauf, und vor allem freue ich mich, dass ich es nicht im PSN kaufen muss, auch wenn es jetzt demnächst physikalisch rauskommt. Also auch das kleiner Tipp. Hellblade: Senua's Sacrifice kommt jetzt demnächst auch noch auf als physikalische Version in den Laden für die PS4. Ja, so kann es gehen, wenn so ein Spiel super ist und so viele Anhänger und Freunde gefunden hat, dass es tatsächlich zu einer physikalischen Disc greifen kann. Also super. Ja, da kann man wirklich nur Hut ab an die an alle Unterstützer, die das Game digital gekauft haben, sagen, weil davon lebt das Ganze. Ne? Das würde es nicht geben, wenn das Spiel nicht trotz digitalem Download angekommen wäre. Also mal drüber nachdenken. Ich sage an der Stelle mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann es die nächste Folge gibt. Momentan, wie schon gesagt, wenig Pickups. Wenn, dann kommen die irgendwo halt aus dem Laden statt von Anzeigen oder sonstiges, weil ich recht wenig Zeit habe, Anzeigen zu wälzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.